Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourier-Reihen. Letztes Mal haben wir das Theorem von Fourier oder den Satz von Fourier bewiesen, der aussagt, wenn wir eine C2π-Funktion haben, konvergieren die partiellen Fourier-Summen gleichmäßig auf R gegen diese Funktion. Ja, wir hatten dann schon bemerkt, dass damit die Konvergenz für stetige Funktionen prinzipiell geklärt ist, wollen jetzt das Resultat aber eben noch verallgemeinern und halt für den Fall von einseitigen Grenzwerten aufbauen. Jetzt möchte ich wieder nicht voraussetzen, dass die Existenz oder die Kenntnis um einseitige Grenzwerte vorhanden ist. Das heißt, wir beginnen jetzt erstmal damit, einseitige Grenzwerte nochmal hinzuschreiben, was das ist, und dann eben zu schauen, was wir dafür Folgerungen ziehen können. Also fangen wir mal an. Das ist Definition 3.2. Und das hat uns jetzt Folgendes: Wenn wir f in L1 von minus pi haben und t aus R, dann setzen wir folgende Grenzwerte fest, nämlich f Schlange an der Stelle t plus. F Schlange ist wieder die periodische Fortsetzung auf R, weil f ist ja nur auf minus pi bis pi definiert, aber wenn ich es dann 2π periodisch fortsetze, dann soll das hier halt einfach sein, das ist der Limes, wenn ich mich von rechts näher dem t plus, also dem t quasi von der positiven Seite nähere, über dieses f Schlange von s. Also wenn ich jetzt quasi irgendwie so eine Funktion habe und ich male die mal irgendwie dilettantisch irgendwie so ein, so sieht die aus, hier macht die einen Sprung, dann ist das s gegen t plus und hier ist das t. Dann heißt s von t plus, gerade wir nähern uns vom Positiven diesem Punkt. Das heißt, hier wäre der Limes s gegen t plus, gerade hier der untere Wert. Genauso sagen wir jetzt einfach f Schlange von t minus. Das ist dann der linksseitige Grenzwert, wenn ich mich von den negativen Zahlen aus nähere, also von der negativen Seite über f Schlange. Das heißt, das sehe dann entsprechend im Bild hier so aus. Da würde ich mich von dieser Seite dem t annähern. Da hätten wir dann also als Limes hier oben den. Das heißt, wir sehen sofort, Unstetigkeitsstellen sind dadurch charakterisiert, dass links- und rechtsseitiger Grenzwert verschieden sind. Genau, das sind die Grenzwerte. Und was wir jetzt neu machen, sozusagen, ist, wir definieren f Stern von t. Das soll halt eine neue Funktion sein. Also für dieses t aus R, das ist einfach gleich ein halb mal die Summe aus links- und rechtsseitigem Grenzwert. Ja, also in dem Fall hier wäre das ungefähr hier. Gut. Idee ist also folgendes: In Stetigkeitsstellen ist sofort f Stern gleich f Schlange, gar kein Problem. Und wir wollen zeigen, dass in Unstetigkeitsstellen die Fourier-Reihe immer gegen den Mittelwert aus den Limiten konvergiert, also genau gegen diese Mitte hier. Damit haben wir dann quasi den Satz von Fourier erweitert um Unstetigkeitsstellen, weil in Stetigkeitsstellen geht das dann einfach ineinander über. Also zunächst mal diese Bemerkung, weil die ist halt wichtig, oder Folgerung steht hier. Ja, es ist eine Bemerkung, komm. Wenn das f Schlange schon stetig ist, also in Stetigkeitspunkten von f Schlange, dann ist natürlich dieses f Stern genau das gleiche wie f Schlange. Komm, machen wir es. Bevor Unklarheiten aufkommen. F Stern von t ist gleich ein halb mal f Schlange von t plus plus f Schlange von t minus. So, t ist Stetigkeitspunkt von unserem f Schlange. Das heißt, dieser Grenzwert hier existiert und ist von beiden Seiten der gleiche. Können wir also ersetzen durch f Schlange von t. Das heißt, wir sehen, wir haben ein halb mal 2 f Schlange von t. Das ist f Schlange von t. Also da passiert nichts Neues. Ne?
Spannend ist jetzt halt, was in diesen Unstetigkeitspunkten passiert. Und das ist Satz 3, 4. Wenn wir F in geschwungen L1 voraussetzen, also in dem Raum der Äquivalenzklassen, weil hier kommt es jetzt nicht drauf aus, nicht darauf an, dass sich das um eine Nullfunktion unterscheidet, sondern es ist ja gerade gewünscht, dass es sich um eine Nullfunktion unterscheidet. Denn was wir hier ja tun, also der Unterschied ist ja folgender. Wenn ich hier nochmal so eine Funktion hinmale und ich habe einmal so einen durchgehenden Schwung und dann habe ich einmal so einen Teil, der hier vorne gleich ist. Und dann ab meinetwegen hier sage ich, okay, wir verschieben den. Und dann geht der aber genauso weiter. Und nehmen wir mal an, wir nennen das jetzt hier F und wir nennen das jetzt hier G. Ja, wie sieht das denn aus? Das ist ja im Prinzip dann folgendermaßen gebaut. Das G von T ist ja einfach folgendes. Das ist F von T. Wenn das t kleiner gleich als t0 ist. Und wir nennen das hier jetzt einfach mal t0. Und ansonsten ist das ja einfach f von t plus irgendwie ein Delta, wenn das t größer gleich als t0 ist. Und die Distanz hier, die nennen wir jetzt eben Delta. So, das heißt aber, was wir hier letzten Endes haben, wir haben g von t ist f von t plus ein n von t mit dem n von t gleich 0, falls t kleiner gleich t0 und Delta, falls t größer gleich t0. So, und wenn wir jetzt das Ganze auf minus pi bis pi beschränken, also wir sagen mal, hier liegt irgendwie minus pi, hier liegt irgendwie pi, dann haben wir hier im Wesentlichen nichts an dem Integral geändert. Wir haben nur so ein bisschen Offset geschaffen. Das heißt, es ist an der Stelle nicht wichtig, ob wir noch mit Nullfunktionen durchskalieren oder nicht. Insbesondere ist es natürlich vollkommen egal, wenn ich das nur an einem Punkt mache. Wenn ich also nur an einem Punkt so eine Unstetigkeitsstelle einbaue. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, also nur um das nochmal klarzustellen, hierdurch ändert sich jetzt natürlich schon die Äquivalenzklasse von dem F, nämlich in die Äquivalenzklasse von dem G. Aber wir ändern nur auf einer, also wir ändern halt hier jetzt ja sogar die Stetigkeit. Na, da muss sich natürlich die Äquivalenzklasse ändern. Wenn wir aber sowas machen, ich habe hier irgendwie so eine Funktion, und dann habe ich einmal die gleiche Funktion, aber erzeuge hier nur an einer Stelle so ein Ding. Dann mit den gleichen Bezeichnungen Delta und T0. Dann habe ich hier plötzlich stehen, dass dieses neu erzeugte G von T F von T ist plus eine neue Nullfunktion. Und diese neue Nullfunktion, die ist dann einfach 0, falls T ungleich T0 und Delta, falls T gleich T0. Und hier ändern wir dann tatsächlich nur noch eine Nullmenge. Ja, und da ändere ich dann nicht die Äquivalenzklasse. Das heißt, bei solchen Unstetigkeitsstellen ist uns tatsächlich egal, dass wir eine andere Äquivalenzklasse wählen. Und das kann ich jetzt hier natürlich noch an mehreren Stellen machen. Ja, das heißt, eigentlich könnten wir uns hier auch wieder den normalen L1-Raum vorstellen, aber es ist allgemeiner gültig für die Äquivalenzklassen, weil sich die Integrale nicht ändern, weil ich nur auf Nullmengen rumfusche. Ja, wie gesagt, hier oben, da ändert sich die Äquivalenzklasse F. Also die Äquivalenzklasse von F ist nicht die gleiche Äquivalenzklasse wie die von G. Ja. Hier unten sind aber die Äquivalenzklassen gleich, weil ich nur auf einer Nullmenge ändere. Dadurch bleiben insbesondere die Integrale gleich. Oben bleibt es weiter messbar, weil ich weiterhin das Integral endlich habe. So, aber wie gesagt, wir nehmen einfach jetzt mal voraus, wir haben eine Funktion f, die ist in L1 im Raum der Äquivalenzklassen. Wir können uns immer denken, es wäre einfach der normale L1. Und wir nehmen uns irgendein t aus R. Und wir setzen voraus, f von t plus und f von t minus existieren.
Ja, sodass man dann halt sagen kann, dass das F-Stern von T existiert. Das hat übrigens eine Nummer, das habe ich irgendwie verschluckt. Das ist 3.1. Wie gesagt, ich empfehle sowieso mal die Videos mit dem Skript nebenbei zu gucken, weil ich baue hier Kraut und Rüben. So, also die beiden Grenzwerte sollen existieren. Dann gilt, dass die Folge der partiellen Fouriersummen Sigma n von f in dem Punkt t gleichmäßig konvergiert, und zwar gegen f Stern von t. Und zwar auch wieder gleichmäßig. So. Jetzt ist es so, dass wir das nur für Unstetigkeitsstellen zeigen müssen, weil wir haben ja schon gesehen, in Stetigkeitsstellen sind die Funktionen ja einfach gleich, und damit haben wir es mit dem Satz von Fourier schon erschlagen. Das heißt, hier ist es halt einfach spannend, was in Unstetigkeitsstellen passiert. Wir benutzen halt mal erstmal Satz 2.12. Das war der technische Satz zu den Fourier-Kernen. Der sagt uns, die Fn sind gerade. Das war Teil 3 hiervon. Das heißt, 1 durch 2 Pi mal das Integral von 0 bis Pi, jetzt nehmen wir nur die Hälfte, Fn von U du, ist 1 halb. Na, die Hälfte von 1. So, jetzt kann man den Beweis von dem Satz von Fourier imitieren. Also wie im Beweis von Theorem 3.1 folgt jetzt, dass 1 halb mal f Schlange von t minus minus 1 durch 2 Pi mal Integral 0 bis Pi fn von s mal f Schlange von t minus s ds, dass das gleiche ist wie 1 durch 2 Pi mal, jetzt können wir wieder mit dem fn auffüllen, und dann haben wir hier stehen fn von s mal f Schlange von t minus minus f Schlange von t minus s. Halt nach s integriert. Das ist genau das gleiche Argument, wie wir es gerade gemacht haben. Man schleust das fn ein vorne, nutzt dann aus, dass sich das 1 halb gerade zu einem Integral aufbläht, wie es hier oben steht, und zieht die Dinger dann zusammen. Und dann kann man wieder gleiche Abschätzungen wählen wie in Satz 3.1. Das kann man sich dann nochmal in Ruhe auf dem Blatt Papier ausxen, aber da lernt man jetzt keine neue Argumentation. Und das geht dann für n gegen unendlich, genau wie in 3.1 eben gegen 0. So, analog. Wenn man sich 1 halb mal f von t plus anguckt und davon den Teil abzieht, der halt zu dem rechtseitigen Grenzwert sozusagen korrespondiert. Also das Integral von minus pi bis 0, fn von s, f Schlange von t minus s, dann geht das genauso für n gegen unendlich gegen 0. So, das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, den Betrag von f Stern von t minus Sigma n von f an der Stelle t, ja, dann kann ich das jetzt hiermit aufspalten in diese f von t plus f von t minus, weil das ist ja gerade so definiert gewesen. Also hier steht dann 1 halb mal f, machen wir es, f Schlange von t plus plus 1 halb f Schlange von t minus minus 1 halb Sigma n ft plus 1 halb Sigma n ft. Dann packe ich die hier. Ne, beides minus, ne? Sonst kommen wir in Teufelsküche. Packe ich die hier vorne zum Beispiel mit denen zusammen. Die hier packe ich mit denen zusammen. Und dann kann ich hier eine ganz normale Dreiecksumgleichung machen. Kriege dann raus 1 halb f von t plus minus 1 halb Sigma n ft plus 1 halb f von t minus minus 1 halb Sigma n ft. Und für die beiden Dinger ja, steht hier im Prinzip die Abschätzung, dass das gegen 0 geht. Das heißt, wenn ich jetzt das n gegen unendlich laufen lasse, geht das gegen 0. Und damit ist dann halt hier die
der Satz von Fourier erweitert auf diese Unstetigkeitsstellen. Hier fehlt jetzt die Detailrechnung. Ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich die irgendwo als Übungsaufgabe verklappt. Also es lohnt sich halt wirklich nochmal einfach sich hinzusetzen und einfach nochmal hier die Details nachzurechnen. Weil die Argumentation ist halt wirklich völlig analog zu dem, was ich gerade vorgestellt habe für den Satz von Fourier in der letzten Folge. Also für euch eine Woche vorher, aber für mich gerade. Und man muss es dann jetzt hier nur an der Stelle richtig aufteilen. Ist begrifflich ein bisschen schwieriger, aber ist tatsächlich nichts an neuer Technik. Gut. Damit sind wir am Ende angelangt und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.